Was wir jetzt hier erlebt haben, war die Notsituation, wo alle geholfen haben, etwas aufzubauen. Aber was eigentlich alle Fragen, die die Leute, so ein bisschen, die wir geredet haben, damit zurücksteht, was passiert weiter? Viele sind davon ausgegangen, vor allem das bangladeschische Regierung, dass die Leute wieder gehen und dass das Land nachher wieder frei wird. Aber es wird länger sein, mehr schwierig, wenn alle Leute da bleiben, auch mit der lokalen Bevölkerung. Es sind 500'000 Leute, Bangladeschi, die hier wohnen und die sind jetzt mit 1 Million Flüchtlingen konfrontiert. Das kann Spannungen geben. Wir wissen nicht, wie es weitergeht und das ist eine grosse Herausforderung für Bangladesch, aber auch für die internationale Gemeinschaft, die Verantwortung übernehmen muss.